Die Rockband In Extremo hat Oliver und sein Team mit dem Catering ihres Konzerts in Graz beauftragt. Was habt ihr denn heute? So wollt ihr mal hingucken? Ja. Oh. Kommt ihr mal rüber? Genau. Mach doch mal, dies mal rüber. Komm mal her, lass mal kurz. Nicht durchdrehen, ne? Oh, ja. Nicht durchdrehen. Wie soll man da nicht durchdrehen? Hier, Jungs. Passt es, oder? Passt es? Oh, das ist unglaublich. Ja? Erzähl doch mal. Na, wir haben ein bisschen Gas gegeben schon. Wir haben für euch erstmal eine kleine Überraschung, einen kleinen Gruß, den wir euch schicken, vorweg. Dann starten wir mit einem Wolfsbarsch, mit einem Wasabi-Sellerie-Espuma. Das ist eure Vorspeise. Im Hauptgang gibt es schöne Kalbstelze. Und last but not least haben wir eine schöne Bananencreme-Brûlée für euch vorbereitet. Und dazu machen wir euch Ananas-Lollipops. Ja, die letzten Tage und Wochen waren, was das Essen anbetrifft, also reine Katastrophe. Man muss wissen, wir kommen aus Holland, Belgien, Frankreich. Diese Leute kennen wahrscheinlich nur Weißbrot. Also man muss sich vorstellen, quasi für die ganze Crew lag ein Riesenberg Toastbrot und ein Stück Butter dazu. Und das war es also unter aller Sau. Die Band hat genug vom schlechten Tourneeessen. Sie wollen heute verwöhnt werden und haben hohe Erwartungen. Ecki, ich bringe deine Gäste. Hallo, schon nochmal, haben wir schon. Wir haben hier die wunderbare Karte für euch bereitet. Ich hoffe, es gefällt euch. Bitte schön. Fantastisch. Ich muss mich wieder konzentrieren, weil ich habe so ein Gesichtsfasch. Ich bin nur noch am Grinsen, weil ich die Jungs so toll finde und es ein Hammer ist, für die zu kochen. Aber ich muss mich echt konzentrieren, weil es geht ja darum, dass das Essen aufsteht. Aber ich könnte echt, ich grinse die ganze Zeit in die Töpfe. Schlimm, aber ich muss jetzt wirklich, weil wir müssen Endspurt machen und die wollen ja was essen. Chef? Ja? Der erste Gang kann. So, auf, dann fangen wir an, wir schicken jetzt, gell? Okay, Ecke. Einen kleinen Gruß aus der Küche, ja? Lena, gehst du mit raus, bitte? Auf. Filet im Lauchmantel mit einem Kokos Mango-Gelee. Ja, sonst gab es eigentlich weitestgehend Fast Food, was natürlich äußerst unangenehm ist so und heute wird das abgeändert. Kannst du dir bitte vorne die Kiste nehmen? Ja. Rücklauf. Du, die beiden Techniker wollten probieren. Gib mal her, bitte. Du Olli, wie ist denn das jetzt so, wenn die Lena die Techniker füttert? Nett von ihr, oder? Kann man jetzt nicht ändern, gell? Das ist das Schlimmste im Service, wenn da einer abhaut. Weil alle haben ihre Aufgaben und wenn einer plötzlich verschwindet und sagt, ich mach jetzt mal das, ist klar, oder? Und keiner hört das, die fehlt hier. Das merkt man jetzt, die zwei Hände fehlen. Fandst du das gerade nicht in Ordnung? Komm, komm, mal auf, anrichten. Nee, würde mich aber echt interessieren. Nee, lass uns das erstmal anrichten. Okay. Bitte. Aber da müssen wir echt drüber reden dann, ja, mein Freund? Alles gut, Lena, ich hab doch gar nichts gesagt. Nee, aber ich glaube, das hätte ich dich hier stehen lassen. Aber hallo, Salatbouquet drauf zu machen, also. Das war so, da hat dann irgendwie der Techniker noch so Probierlöffel gebracht und wollte den Techniker dann auch noch irgendwie was bringen. Die war so ein bisschen, man hat so das Gefühl gehabt, sie hat so ihre kleine eigene Show. Ich muss doch den Techniker ausgeben, das ist dann den Techniker gegenüber nicht fair. Wir sind mit den Löffeln an denen vorbeigegangen und die haben gefragt, ob sie was probieren können. Ach, jetzt ernsthaft? Also es ist doch nicht so, dass ich da irgendjemanden im Stich lasse. Also, ich das gleich wieder ausklicken. Oh, ich nehme jetzt raus, damit ihr... Was brauchst du? Du brauchst ein Messer, Fleischer, Gabel. Okay, überredet dazu, dass wir jetzt alles auf dem Tisch anrichten schon. Also wir nehmen die Haxe mit drauf, wir haben den Teller drauf, wir haben das Püree und Beilagen und die Soßen und gehen jetzt zusammen mit dem Tisch raus und dann geht's los. Also fühlt sich super an. Geil. Wenigstens einmal was Vernünftiges, Andrea. Einmal. Nein. Wo ist Butter? Andrea, ich geh jetzt rum. Pass auf. Dann stellen wir uns jetzt hier vor die Jungs, ja? So. Olli, ja, wir trinken jetzt schon mal auf dein Wohl. Genau, wirklich.
bis heute Morgen waren wir uns dessen nicht so bewusst, wie lecker das wird. Aber Überraschung ist immer schön. Das schmeckt wunderbar. War super aufregend gerade für die Gäste da drin vorzulegen. Wir sind mit dem Tisch rein, mit den Keulen auf dem Tisch. Gleich da rum, oder? Und haben alles, ich habe es untergeschnitten und die Jungs auf der Teller verteilt. Und ist wirklich das, bis jetzt ist das Resümee wirklich sehr, sehr positiv. Warte mal, sorry, aber so kannst du das echt nicht abtragen. Ich weiß. Wie macht man es denn richtig? Ja, ich weiß, dass ich alles aufeinander schieben muss und dahin, wo es gehört. Nur ich wurde gerade angewiesen, dass ich hier abstellen soll und erstmal vorne abräumen. Nein, es geht darum, dass wenn man einen Teller abhebt, dann kann man ja in der Regel das Besteck auf jeden Fall mal sammeln und dann kann man auch die ganze Schmutter auf einen Teller kehren. Und den nächsten Teller wieder drauf nimmst und dann kannst du das hier runterziehen und dann kannst du hier einen ganzen Stapel machen und bist viel effizienter beim Abräumen. Okay. Danke. So, wir kommen zum Abschluss. Ja. Wir servieren euch dann Bananencreme Brûlée karamellisierte und dazu servieren wir euch Ananas-Lollipops. Ich wünsche euch guten Appetit. Mit Zuckerwatte. Ja, Leute, und das passende Getränk haben wir natürlich auch dabei. Waren wir soweit zufrieden gewesen? War das okay? Ja, super. Ehrlich. Es gäbe definitiv einen Grund, in deine Küche einzuheiraten. Ja? Oh, das ist natürlich super. Klar, ohne mein Team hätte ich es auch nicht geschafft, gell? Wir sind ja halt zusammen. Okay, lasst euch schmecken, gell? Ciao. Ladies and Gentlemen, wir haben es gepackt. Lena, vielen Dank. Es war super. Es hat echt großen Spaß mit euch gemacht. Es war eine riesen Herausforderung. Okay. Wo ist der Koch? Für das tolle Essen und für die schöne Zeit mit euch. Vielen, vielen Dank. Das Essen war ein voller Erfolg. Lena bekommt von der ganzen Band ihre selbstbemalte Kochjacke signiert und Karten für das nächste Konzert in Berlin. Ja. Scheißegal, wer der Heukenchef war, wirklich scheißegal. Wir waren alle wichtig, wir haben alle einen guten Job gemacht. Sie waren zufrieden, glaube ich. Und im Großen und Ganzen bin ich soweit zufrieden. Hätte alles natürlich ein bisschen sauberer und alles ablaufen können, aber wie gesagt, Stunde 45, gell? Ich muss sagen, Olli hat sein Team eingeteilt. Die Jungs und Mädels haben einwandfrei funktioniert. Olli hat einen scharfen Ton angegeben, aber einen gerechten Ton angegeben, hat alles zu jeder Zeit voll unter Kontrolle gehabt und jeder Einzelne hat seine Aufgabe wirklich mit Bravour gemeistert.